Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Enshrouded. So, ich bin gerade mal am Überlegen, ob ich nicht... da haben wir noch irgendwas. Ob wir nicht einfach mal eine Baufolge einlegen. Ein Test der Fähigkeiten. Dein Schritt ist lautlos, dein Blick entschlossen. Du warst auf der Jagd. Ich werde nicht fragen, welche Fäden du imstande bist zu lesen, aber deine Beute ist bestenfalls akzeptabel. Versuche, etwas Tierfell zu erbeuten, dann können wir reden. Okay. Wuka und wilde Tiere. Ein Test der Fähigkeiten. Ein Test der Fähigkeiten. Das testen wir mal. Vielleicht machen wir doch noch erst die Quest. Ein Test der Fähigkeiten, die klingt nämlich relativ einfach. Verwiesene Geschichte ansehen. Die Jägerin möchte etwas Tierfell als Beweis deiner Fähigkeiten. Okay. Einfach Tierfell. Das sollten wir hinkriegen. Wie viel Tierfell hätte sie denn gerne? Bringe der Jägerin Fell. Wie viel ist egal? Weil Fell habe ich ja. Muss nur gerade mal gucken, wo. Hier nicht. Das sind Fellfetzen, ne? Genau. Da haben wir Felle. Gucken wir mal, was... Hoppala. Wo kamen denn die jetzt her? Wo kam denn der plötzlich her? So. Tierfell erhalten. Was ist das? Eine Art Verderbnis durchdringt die Poren. Die Haut ist faserig und porös. Sie hat sich bereits verändert. Am Ende übermannt das Miasma alle. Tier, Soldaten, König. All unsere Knochen brechen gleich. Hier, ich werde dir meine Jagdgründe mit dir teilen und sie in deinem Tagebuch markieren. Erlöse diese Geschöpfe. Flammenblut. Ein Test der Fähigkeiten. Okay. Die Jägerin hat dir den Ort ihrer geheimen Jagdgründe verraten. Untersuche das Gebiet, um zu sehen, was sich dort verbirgt. Wo ist denn das? Salzmine. Fragezeichen. Verborgene Jagdgründe. Das ist ganz da hinten. Und da ist ein Grabstein und da ist auch noch ein Grabstein. Höhlenpassage. Ach, das ist da. Grabschleier. Katakomben. Da müssen wir, glaube ich, nochmal rein, ne? Also noch Fragezeichen. Salzquell. Brückenbaubericht. Den müssen wir auch noch machen, ne? Ja, aber ich würde es, glaube ich, erstmal tatsächlich gucken, dass wir die Leute rüberkriegen. Und dann, müssen wir dann auch entsprechend Kisten machen. Das kann ich gar nicht mal alles mitnehmen. Holzbretter. Wir nehmen mal Knochenmehl mit.
Dann porten wir mal zu unserem neuen Standort. Dann gucken wir mal, wenn ich da mal jetzt das Hotel noch ein bisschen oder das. Ja, doch, das Hotel, das alte Hotel mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Da könnten wir noch. Habe ich einen Bauhammer dabei? Ja, Hammer. So. So, wir haben nicht genug Stein dabei. Okay. So, jetzt kommen wir zumindest mal vernünftig hoch. Rucksack voll. Das ist ein Argument, das lasse ich gelten. So, da haben wir ein bisschen was. So, jetzt muss ich aber gerade mal gucken, was brauche ich denn für Kisten. Stauraum. Die magische Truhe brauchen wir. Für die magische Truhe brauche ich eine kleine Truhe. Das ist die kleine Truhe. Da brauchen wir Nägel und Holzscheite. Nägel und Holzscheite. Habe ich Nägel? Da haben wir Bretter. Miasma. Nägel und Holzscheite. Hier kann ich mal noch Bretter reintun. Und die Dinge. Den Bogen kann ich mal zerlegen. Den nutze ich eh nicht. Miasma-Seele. Wobei, die haben wir, glaube ich, irgendwo schon, ne? Kupferpfeile. Tun wir auch mal weg. Ansonsten müsste ich zum Schmied, ne? Da kann ich, glaube ich, Nägel herstellen. Die können wir auch löschen. Brutlingsbeine, Nägel und Holz. Ich habe keinerlei Holzscheite. Hartholz, Metallschrott, den nehme ich mal mit, da kann ich eventuell Nägel draus machen. Da haben wir auch nochmal Metallschrott. Spitzhacke. Löschen wir auch mal. Das packen wir mal hier rein. Also Holzscheite werde ich besorgen müssen. Habe ich eine Axt? Ja, ich habe eine Axt. Und Nägel müssen wir herstellen. So. Das Fenster kann ich auch mal hier lassen. Ja, ich glaube, ist okay. Nägel stellen wir her. Holzscheite besorgen wir. Das machen wir aber hier hinten. Von hier aus geht er da. Da haben wir nämlich genug Bäume da drüben. Und Nägel sollte ich ja, wie gesagt, auch finden. Ich guck mal, ob wir hier noch welche haben.
Jasmorholz, eine Tür, Haselnüsse. Holzscheiter haben wir hier auf jeden Fall. Sehr gut. Nägel. Nägel. Keine Nägel. Dann gehen wir mal zum Schmied und stellen mal Nägel her. Kann ich das hier? Nee, den machen wir das. Nägel stelle ich, glaube ich, bei dir her, ne? Jawohl. Mit Metallschrott, sehr gut. So, ich glaube, wir haben erstmal genug Nägel. Jetzt können wir wegen den Kisten gucken. So, was haben wir? 8, 9, 9 Truhen, ja. Passt. Was brauchen wir hier? Miasmasporen und Miasmaflüssigkeit. Miasmasporen und Miasmaflüssigkeit. Hier haben wir weder das eine noch das andere. Da auch nicht. Hier auch nicht. Hier war eh nur das drin. Das heißt, wir können die Kiste eigentlich mitnehmen. So. Und hier waren nur die drei Sachen drin. Gut, das müssen wir das drüben holen. Einmal Schnellreise. Hier halt sollten wir jetzt Miasma-Dings alles haben. Nicht Nägel, aber Miasma-Flüssigkeit haben wir hier. Irgendwo. Das für ein Alchemistenring. Den können wir, glaube ich, auch löschen. Dann machen wir da mal die Pilze noch hin. Irgendwo hatte ich hier Miasma-Flüssigkeit. Da. Haben wir die. Passt. Oh, da hätten wir auch Holzscheite gehabt, sehe ich gerade. Gut. Nehmen wir erstmal die 50. Und Miasmasporen. Sehr gut. Und dann stellen wir jetzt nämlich endlich mal diese magischen Kisten her. Ich brauche noch mehr Flüssigkeit. Da brauchen wir richtig viel von. Wir haben aber auch noch. Wo war die? Auch nicht. Hä? Ich hatte doch noch Miasmaflüssigkeit. Moment. Da müssen wir hin. Ah, aber nicht so viel, ne? 8. 8 reicht nicht. Aber wir haben schon mal ein paar Kisten auf jeden Fall. Wo packen wir die denn hin? Hier ist eine Küche. Sollte ich die in den Keller tun? Hier ist doch ein schöner Keller. Oh. Ähm.
brauchen hier unten auf jeden Fall Licht. Jetzt machen wir die Kisten nämlich in den Keller. Weil an die magischen Kisten muss ich nicht mehr so ran. Das kann ich nur so abbauen, okay. Rucksack voll. Okay, lasse ich gelten. Rucksack. Lampen muss ich unbedingt noch herstellen. So, eine magische Kiste. Zwei magische Kiste. Kisten. Drei magische Kisten. So, da können wir jetzt auch mal drin lagern. Garn. Funken. Holzfäller-Axt, da brauche ich nur eine. Holz. Dietrich behalten war. Kettenheilung. Ich überlege gerade, ob wir dann eine mit Nahrung und eine mit Tränken oder so machen. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier Flüssigkeiten herstellen. Machen wir hier mal die Tränke rein. Und das Zeug. Miasmasporen können wir hier reintun. Dann machen wir einen Brutlingskopf mal hier rein. So, und hier mal noch die Nägel. Metallschrott. Das könnte dann eigentlich rüber zu den anderen Dingen. Knochen können hier noch rein. Miasmaflüssigkeit tue ich mal hier rein. Winzige Truhe. Die löschen wir mal. So, und dann gucke ich mal, dass wir hier Licht reinkriegen. Was brauchen wir für Licht? Hakegitter, Komfort. Feuerstellen, Lichtquellen haben wir es doch. Die hätte ich gern. Harz, Holzscheite, Stofffetzen. Harz, Holzscheite und Stofffetzen. Kerzen können wir auch noch welche machen. Holzscheite. Harz. Das können wir unten noch hin tun. Das können wir unten noch hin tun. Die Felle können wir unten hin tun. Den Schädel. Stofffetzen brauchen wir. Ah, Nägel hatten wir hier auch noch, sehe ich gerade. Das ist ein Schild. So, Harz. Haben wir irgendwo Harz? Ich meine ja. Die können wir noch irgendwo hinpacken. Normal müssten wir Harz haben. Glühwürmchen kann ich auch nochmal einstecken. Da haben wir Harz. Sehr gut. Dann nehmen wir mal Fackeln mit. Gucken, wie viel ich machen kann. So, zwei. Und Kerzen können wir machen. So, ich glaube, damit
Pflanzenfaser und Glühwürmchen brauchen wir. Pflanzenfaser haben wir auch noch. Die Frage ist wieder nur, wo? Da. Pflanzenfaser und Glühwürmchen. Okay. Für mehr reicht's gerade nicht. Dann würde ich hier mal hier würde ich eine Kerze, glaube ich, hinmachen. Die finde ich ganz schick. Da eine Fackel. Hier. Würde ich mal so eine Lampe hinmachen. Hier brauchen wir eine Wandfackel. Sehr gut. Hier brauchen wir eine Wandfackel. Wobei erstmal hier vielleicht. Muss ja gucken, wie viel ich habe, ne? Machen wir hier eine hin. Ah ja, die reicht für den Raum ziemlich. Dann könnte ich auf die Kisten hier noch eine Kerze. Passt. Cool. Eine Wandfackel haben wir noch. Machen wir die. Ich glaube, wir machen die oben hin, dass ich hier auch noch Licht habe. Wenn wir jetzt schlafen gehen. Da können wir noch eine Kerze platzieren. Das ist okay. Und hier würde ich auch nochmal eine Kerze hinmachen. Und hier machen wir so eine Lampe hin. Sehr schön. Dann gehen wir mal schlafen. Und wie ich sehe, ist die Zeit auch längst wieder um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.